Wir feiern unseren Gottesdienst am Vorabend des ersten Advents im Namen des dreieinigen Gottes, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Liebe Glaubensfamilie, ich heiße Sie herzlich willkommen an diesem Abend vor dem ersten Advent. Bestimmt haben Sie jetzt schon eine Kerze angezündet. Und das ist gut so. Denn heute in unserem Gottesdienst, da geht es um das Licht. Und Licht, das ist das, was wir doch in dieser dunklen Zeit brauchen. Und gerade dann noch, wenn wir uns auf die Ankunft Jesu Christi vorbereiten. Und wir wollen das heute mit einem Lied tun. Denn schon immer haben Menschen zum Ausdruck gebracht, was sie zutiefst bewegt, auch im Glauben bewegt, wenn sie an Advent denken. Das haben sie in Lieder oder Gebete gepackt. Und wir machen uns heute ein paar besinnliche Gedanken zu diesem Lied »Tragt in die Welt nun ein Licht«. Ich wünsche uns eine erfüllte Zeit. Amen. Mit Worten des 24. Psalmes. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass Gott wie ein König einziehe. Warum sollen wir die Türen öffnen, damit Gott zu uns kommt wie ein König? Gehört ihm nicht schon die Erde, die er aus dem Chaos geschaffen hat? Und sind nicht alle Geschöpfe des Erdkreises das Werk seiner Hände? Wer kann die Gegenwart Gottes ertragen, wenn er zu uns kommt, um bei uns zu wohnen? Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass Gott wie ein König hineinziehe. Wer für Gerechtigkeit eintritt und nach Frieden trachtet und sich vergeben lässt, wo er schuldig geworden ist. Wer Gott die Tore öffnet und für ihn die Tür des Herzens weit macht, der wird Segen empfangen und seine Gebete werden den Weg zu Gott finden. Darum mache die Tore weit und alle Türen in der Welt hoch, dass Gott wie ein König einziehe. Amen. Lesung aus dem Buch Lukas, Kapitel 12, Vers 35 bis 40. Vom Warten auf das Kommen Christi. Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten, wenn er aufbrechen wird von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Und wenn er kommt in der zweiten oder in der dritten Nachtwache und findet so, selig sind sie. Das aber sollt ihr wissen, wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb käme, so ließ er nicht in sein Haus einbrechen. Seid auch ihr bereit, denn der Herr und der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Thank you.
ruft mir der kleine Benjamin zu. Ich war heute im Zirkus. Und dann erzählt er, was er alles gesehen hat. Er strahlt und freut sich. Und ich freue mich mit ihm. Geht's Ihnen, liebe Glaubensfamilie, nicht auch manchmal so? Da möchten Sie am liebsten herausposaunen, was Sie gerade Tolles erlebt, gesehen oder erfahren haben. Und wenn wir das weitererzählen, dann strahlen wir und begeistern andere, stecken sie mit unserer Freude an. Da tragen wir ein Licht hinaus in die Welt. Und wie gut, dass unser Advent so startet, mit Licht und Freude, mit dem Auftrag, die unter uns nicht zu vergessen, denen es nicht so gut geht. Und das sind ja im Moment leider sehr viele Menschen. Alte, junge, kranke, Menschen in der ganzen Welt. Sie alle brauchen Licht. Und wir? Wir sind das Licht der Welt, hat Jesus gesagt. Und wir, so haben wir es im Evangelium gehört, sollen einfach dieses Licht beachten. Wir sollen bereit sein, dass Jesus wiederkommt. Das war der Glaube und die Hoffnung der Menschen zur Zeit Jesu, die oder nach Jesu Tod gelebt haben. Die haben gehofft, dass er wiederkommt, dass sie es erleben und dass sich dann die Welt zum Besseren verändert. Dass es ein Reich des Friedens sein wird. Und sie haben gehofft, dass sie das spüren können. Ja, und Jesus hat gesagt, als Glaubende, da seid ihr nicht allein. Gott ist an unserer Seite. Er schenkt uns eine Liebe, die Kräfte in uns freisetzt, Schmerz, Dunkelheit und Angst auszuhalten. Denn die Liebe Gottes, die will uns im Licht, im Leben sehen. Darauf können wir vertrauen. Das ist die gute Botschaft, die wir heute weitertragen, ja am besten hinaus posaunen sollen. Denn dann fallen die Mauern der Angst, des Schmerzes und der Dunkelheit ein. Ich denke an Fred, der erst vor kurzem seiner Familie und seinen Freunden erzählt hat, dass er Krebs hat. 3 Monate habe ich es mit mir rumgeschleppt. Tiefstes Dunkel, sagte er. Fast so, als ob ich tot wäre. Doch dann habe ich darüber gesprochen, es der Familie und Freunden erzählt. Und ich habe so viel Zuwendung erfahren. Fast täglich rufen mich Freunde jetzt an, schreiben mir eine Karte, E-Mails erreichen mich und manche laden mich ein zum Spaziergang oder zum Essen. All das ist ein Lichterkranz der Liebe für mich und gibt mir Kraft. Da spüre ich Gott ganz nah bei mir. Tragt in die Welt nun ein Licht. Sagt allen, fürchtet euch nicht. Gott hat euch lieb, groß und klein. Seht auf des Lichtes Schein. Liebe Glaubensfamilie, dieses schöne Adventslied, das dann auch von den Kindern, den Alten, den Kranken, ja allen Menschen spricht, ist noch ganz jung. Es wurde 1972 von dem Musiklehrer Wolfgang Longart geschrieben. Er hat es geschrieben für die Kinder des Kindergartens in seiner Gemeinde. Und er wollte, dass alle Menschen diese Botschaft erfahren, dass Jesus Christus das Licht ist und dass er uns mit seinem Licht angesteckt hat, dass er es auf uns überträgt und dass wir uns aufmachen, auch und gerade im Advent 2021, wo es im Moment für uns alle doch so düster aussieht, wo wir Angst haben, dass die Inzidenz so hoch wird, dass bald alles wieder geschlossen wird. Wir sollen ein Licht in die Welt tragen, Zeichen setzen, so wie wir es jetzt aus anderen Ländern erfahren, wo alle zum Impfen gehen. Machen wir uns doch auch auf, damit wir bald wieder feiern können, miteinander. Ich habe mich schon so auf den Weihnachtsmarkt bei uns gefreut und er findet nicht statt. Aber trotzdem geben wir nicht auf. Wir machen es wie Herr Longert. Wir ziehen mit Kerzen ein. Wir machen uns auf, tragen Licht in die Welt, wollen hoffnungsvoll sein und bereit sein, dass Jesus mit seiner Liebe zu uns kommen kann. Als Herr Longert das Lied geschrieben hat, 1972, wie gesagt, da sind dort am ersten Advent die Kinder des Kindergartens in einer Lichterprozession in die Kirche gezogen und haben das Licht zu allen Menschen gebracht. Das ist doch ein guter Auftrag.
Licht in die Welt zu bringen, als Christ selbst ein Licht in dieser Welt zu sein. Packen wir es gemeinsam an. Nehmen Licht und tragen es zu den Menschen, die es jetzt dringend brauchen. Amen. Und füreinander beten und vor allem das vor Gott bringen, wo wir ganz viel Licht in dieser Zeit hintragen müssen. Herr unser Gott, wir haben unsere Herzenstüren für dich geöffnet und du weißt, wie es in uns aussieht, wofür wir dankbar sind, dass wir mit Familie und Freunden leben können. Du weißt aber auch, wo wir traurig sind, dass wir viele Menschen im Moment nicht sehen können. Die Pandemie erlaubt es uns nicht. Viele sind krank. Manche unserer Angehörigen dürfen wir nicht besuchen, nicht im Krankenhaus, nicht im Altenheim. Lass sie spüren, dass wir an sie denken und immer für sie beten. Lass Licht in ihr Herz einziehen. Und sei bei allen, die im Moment so unermesslich viel leisten in unseren Pflegeeinrichtungen. Schenke ihnen die Kraft und immer noch die Geduld, den Menschen als Mensch und mit seiner Würde zu begegnen. Und lass sie in ihrer Freizeit auch auftanken können. Lass sie sich auch für dich öffnen und von deinem Licht erfüllen. Wir bitten dich um Einsicht, Herr. Einsicht, dass wir erkennen, wir sind alle ein Teil dieser Gesellschaft und wir müssen zusammenhalten, auch zusammenhalten, um aus dieser Pandemie herauszukommen. Gib uns die Kraft, hier die richtigen Schritte zu gehen. Herr, komm in unsere Herzen, um uns zu erlösen und uns zu heilen und helle unsere Gesichter auf, dass sie von innen her strahlen. Und so wollen wir beten mit den Worten, die dein Sohn Jesus Christus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Liebe Glaubensfamilie, ich hoffe, dass Sie heute einen schönen Adventsabend und Sonntag einen schönen ersten Advent verleben. Mit viel Licht, dass Sie Licht ausstrahlen und Sie vielleicht von anderen ein Licht geschenkt bekommen. Für uns gab es viel Licht in der letzten Zeit. Viele von Ihnen haben an uns gedacht. Und wir danken allen, die uns wieder mit Worten und auch mit Spenden einfach bereichert haben. Gott segne Sie, die Geberinnen und Geber, sowie auch die Verwendung dieser Gaben. Der erste Advent ist auch der Sonntag für Brot für die Welt. Und deswegen bitte ich Sie, denken Sie auch an die Menschen in den ferneren Ländern, die auch Not leiden und manchmal auch Not, die mit hier durch unser Verhalten mit verursacht ist. So ist das in dieser einen großen Welt. Und da gibt es von Brot für die Welt Organisationen, dass die Menschen ihre Reisfelder noch bewirtschaften können, indem sie das Meerwasser entsalzen. Und in anderen Gegenden werden Brunnen gebaut oder Schulen für Kinder, die unbedingt lernen wollen. Denken Sie dran, vielleicht haben Sie noch ein bisschen was übrig für Brot für die Welt. Das würde mich sehr freuen. Und nun gehen Sie in diese Adventszeit, die vor Ihnen liegt, mit dem Schutz und Segen unseres Gottes. Möge Ihre Herzenstür jetzt ganz weit offen sein.
Der Herr blicke dich freundlich an und schenke dir seine Liebe. Der Herr wende sich dir zu, vor allem mit seinem Angesicht, und gebe dir Glück und Frieden. Amen.